Hey Leute, heute gucken wir uns an, wie man animierte Emotes erstellt. Ja, seit einer Weile gibt es bei Twitch die Funktion, animierte Emotes hochzuladen. Das ist eine relativ coole Sache und heute zeige ich euch, wie ihr das Ganze kostenlos machen könnt. Jetzt erwartet bitte keine super krassen fancy Emotes, die gibt es bei mir nicht. Das liegt halt ein bisschen daran, dass ich ein absoluter Amateur bin. Ich habe meine Emotes, habe ich alle selbst gemacht. Das hat super viel Zeit gekostet und ja, bitte fragt mich nicht, ob ich welche für euch mache. Bitte. Und das bringt uns direkt zum Sponsor dieses Videos. Owned. Bei Owned könnt ihr nämlich einfach hier oben auf Sub-Emotes und Badges gehen. Und wenn ihr da auf das Suchfeld klickt, dann habt ihr schon eine fette, fette Auswahl an verschiedenen Emotes. Und wenn ihr da was haben wollt, gönnt euch das Ganze und vergesst auf keinen Fall den Code Game of Jones einzugeben für 50% Rabatt. Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Folgendes, wir werden Photopea benutzen. Das ist quasi sowas wie Photoshop, nur eben online und kostenlos, was es relativ cool macht. Seit einer Weile sind die Vorgaben bei Twitch auch gar nicht mehr so krass. Also man muss jetzt nicht mehr so eine krank kleine oder große Größe von den Emotes holen. Ich mache jetzt einfach mal 500 mal 500. 72 dpi ist in Ordnung, wir machen aber transparent. Und klicken jetzt auf Erstellen. So, was können wir jetzt machen? Also ich würde vorschlagen, dass wir in dem Fall jetzt einfach mal ein Foto von mir nehmen und das ein bisschen zurechtschneiden. So, wie wäre es mit dem hier? Das sieht doch schon richtig dumm aus. Ich markiere alles mit Steuerung A, mit Steuerung C kopiere ich das und füge es hier mit Steuerung V ein. So, und dann kann man das hier noch ein bisschen zurechtschieben und dann sehen wir, das ist noch ein bisschen zu groß. That's what she said. Unter Bearbeiten, Transformieren können wir das Ganze hier noch ein bisschen skalieren und mit gedrückter Shift-Taste ja, verzerrt das halt nicht. Ja? So, und dann schieben wir das halt so, dass das Gesicht ja gerade so in der Ecke drin ist. Also guckt am besten bei Emotes immer, dass so viel Platz wie möglich genutzt wird. Also ja, man sollte es halt direkt erkennen. Genau, kann ich dann mit Enter bestätigen und dann haben wir eigentlich hier schon ein Foto, was man theoretisch benutzen können. Dann hier mit Datei exportieren als, machen wir PNG, wir können es theoretisch auch als GIF exportieren, machen wir jetzt allerdings gerade nicht. Wir machen es als PNG. Im Anschluss gehen wir auf Twitch, oben auf das Profilbild, dann auf Creator Dashboard und im Anschluss auf der linken Seite bei Zuschauerbelohnung zu Emotes. Oben rechts haben wir dann die Möglichkeit, neues Hochladen zu klicken und hier drücken wir dann einfach auf animiertes Emote und da sehen wir direkt, man kann einfaches Animieren auswählen. Also ihr könnt ein GIF hochladen, das geht. Oder einfach einfaches Animieren. Das ist tatsächlich die wirklich einfachere Methode. Also drücken wir hier auf das Emote. Wir haben hier neues Projekt, wird direkt schon vorgeschlagen. Also rein damit. Zack. Und dann habe ich verschiedene Animationen, die ich auswählen kann. Ich kann Schütteln nehmen. Rave. Rollen. Drehen. Reinrutschen und natürlich das Gegenteil, rausrutschen. Ich lasse das hier jetzt mal bei Drehen und mache hier A draus. So, dann hochladen. So, dann haben wir das hier rechts auf der Seite. Hier unten könnte ich dann noch die Slot-Zuweisung festlegen, also beispielsweise Abonnement Stufe 1, da habe ich noch einen Slot offen. Da können wir es beispielsweise reinstecken. Also ihr seht, das ist eigentlich super, super einfach, animierte Emotes zu erstellen. Natürlich kann man jetzt noch mit einer gewisser Bearbeitungs- oder Schnittsoftware noch das Ganze auf ein nächstes Level bringen. Aber ich glaube, diese Standard-Animationen sind schon relativ cool. Und damit kann man schon echt viel machen. Falls dir das Video gefallen hat, lass mal ein Like da und vergiss nicht, mir zu folgen, auch auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, hau rein, bis dann und ciao, ciao.